Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von State of Mind. Wir sind auf dem Weg zum Doktor gewesen in der letzten Folge. Wir sind hier lang gekommen. Ich hatte, glaube ich, noch gesagt, es ist nämlich wieder ein paar Tage her zur letzten Folge, dass das aussieht wie Walter. Ich glaube, das ist sogar eine Version von Walter. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen, weil es nämlich mit einer der einzigen... Nee, doch nicht. Oder? Doch. Eine der einzigen Personen ist, die uns hier auch, guck mal, optisch verfolgt. Als ob wir uns kennen würden. Ich glaube, es gab ja so eine Fassung, also hier so ein Punkt. Mensch, kennen wir uns? Wir haben ja schon miteinander gesprochen. Okay, hier ist nichts. Wir gehen mal zum Doktor. Ich hoffe, das... Willkommen im Kurtz Recreation Center. Kurtz? Kurtz? Oh, jetzt muss ich alte Folgen gucken. War das vorher auch Kurtz Recreation Center? Oder ist das jetzt etwas, was sich gerade unser Geist, also wir sind ja hier nur eine VR, also so hat uns das ja Richard ja nicht weismachen wollen, sondern mitgeteilt. Ne? Weismachen ist das falsche Wort. Und Kurtz ist normalerweise ja die Figur in der Realität. Mr. Newman, können wir etwas für Sie tun? Ich würde gerne Dr. Sykes sprechen. Der Doktor befindet sich in einer Untersuchung. Ja, ist klar. Drängen. Ich habe wirklich nur ein paar Fragen. Irgendwas stimmt nicht. Seit dem Unfall... Ich kann leider nichts für Sie tun, Mr. Newman. Versuchen Sie es einfach morgen wieder. Adam, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Governor, wie fühlen Sie sich? Alles gut. Es wird immer besser. So gefallen Sie mir. Gibt es hier ein Problem? Nein, nein, ich wollte zu Dr. Sykes, aber er hat keine Zeit. Dann muss er sich Zeit nehmen. Dieser Unfall hätte niemals passieren dürfen. Nicht in meiner Stadt. Ich nehme das sehr persönlich. Sagen Sie Sykes, dieser Mann wird behandelt. Sofort. Ich muss weiter. Erholen Sie sich, Adam. Vielen Dank, Sir. Entschuldigen Sie, Mr. Newman. Dr. Sykes erwartet Sie jetzt in Cognition Unit 2, Durchgang A01. Mhm. Der Governor von City 5. Inhaber von Infinity. Weltbürger und Philanthrop, ja, die Welt scheint ja nur City 5 zu sein, ne? Denn viele haben ja nichts anderes gesehen. Die waren nur hier und konnten nicht raus, weil irgendwas wegen den seismischen Dingen, die hier vor sich gingen. Das sieht gut aus. A1, hä? Die kommen doch alle hier überall, hä? Mal A1, A2 und A3, die kommen ja an der gleichen Stelle rein. Das Origami haben wir doch schon mal gesehen. Wo haben wir das Origami schon mal gesehen? Seltsam. Wo mussten wir jetzt hin? B2, ne? Das ist das Einzige, was blau leuchtet. Ich glaube, die... Ne, ich glaube, B2 ist es. Oder auch nicht. Hä? Da ist noch ein komisches Ding hier. Das ist es, hä? Ja. Oh. Facharzt für Neurologie, stellvertretender Klinikdirektor. Dein persönlicher Hausarzt sogar. Der stellvertretende Klinikdirektor ist mein persönlicher Hausarzt. Und Seelsorger. Ich will erstmal ganz... Immer noch Probleme, oh. Newman? Oh. Kommen Sie. Dann jagen wir Sie mal durch den Scanner. Ich wollte eigentlich hier ganz kurz... Warte mal. Ich will mir das hier angucken. Was ist das hier? Ah, das ist der Scanner. Ah, okay. Hirnscan. Mhm. So, da wären wir. Bitte hinlegen und entspannen. Nervös? Nicht nötig. Im Kurtz Recreation Center bist du in besten Händen.
Oh, guck mal, da stehen ein paar Server. Oh, ich möchte auch so ein paar Server haben. Entspannt? Überhaupt nicht. Spielt keine Rolle. Der Scan läuft. Ich lasse sie jetzt für ein paar Minuten allein. Immer schön liegen bleiben. Aha. Was auch immer gerade passiert hier. Wir können aufstehen? Okay. Also wenn wir aufstehen können, dann gehe ich. Wir können uns Dinge ansehen. Ein Cloud-Hub? Cloud-Hub? Hier ist ein Terminal. Zugriff auf Information verweigern. Okay, was? Benutzen, komm. Was ist das? Was ist das? Das ist... Das meine Erinnerungen. Oder nicht? Die nochmal reingepumpt werden sollen, dass man sich... Das ist Tracy. Aus Richards Aufzeichnung. Und das? Das habe ich noch nie gesehen. Hä? Wir haben eine neue Sequenz, hä? Nehmen wir mit. Die Frage ist, wo... Wo habe ich mich da eingelassen? Wo nehmen wir das ganze Ding in uns auf eigentlich? Können wir da hinten wieder rausgehen? Speichern kann ich ja nicht. Abgeschlossen. Okay, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Warten. Das heißt, die wollten uns jetzt wahrscheinlich unsere Erinnerungen wieder auffrischen hier drin, weil wir ja Probleme mit unseren Erinnerungen haben. Gut, Newman. Sie können aufstehen. Waren Sie hier an den Geräten? Ich habe die Bilder gesehen. Nein. Nein? Dann schauen wir uns das mal an. Irgendwas nicht in Ordnung? Was? Sehen oder hören Sie manchmal Dinge, die nicht da sein sollten? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sicher? Ja, sicher. Es war richtig, dass Sie gekommen sind, Newman. Im Grunde sieht alles gut aus. Nur Ihr Neuroscan hat ein paar Unschönheiten. Doppelbilder, wenn Sie so wollen. Was? Wie Schizophrenie? Für eine solche Diagnose ist es noch zu früh. Für den Augenblick kann ich Ihnen nur den Rat geben, gehen Sie nach Hause und bleiben Sie da. Ich schreibe Sie erstmal krank. Wir melden uns, sobald wir das überprüft haben. Und machen Sie sich keine Gedanken, ich weiß schon, danke. Was wären gewesen, hätten wir gesagt, ja, wir sehen das. Ich traue dem Doktor nicht. Also dem hier, ein Doktor schon, aber dem hier traue ich nicht. Ich komme hinten nicht durch, ne? Ne. Also müssen wir wieder durch A1 gehen. Die Frage ist, können wir durch A2... Darf ich Ihnen noch eine private Frage stellen? Es geht um John. Was ist mit ihm? Es geht mich nichts an, aber... Bekommt er zu Hause die Aufmerksamkeit, die er verdient?
ja. Natürlich. Warum fragen Sie? Der Junge ist sehr verschlossen. Wäre vorteilhaft, wenn er sich etwas öffnet. Vorteilhaft? Ich sollte mich wirklich nicht einmischen. Ich bin sicher, Sie beide sind die perfekten Eltern. Kommen Sie gut nach Hause, Newman. Aber sollte es doch mal Probleme geben mit John, welcher Art auch immer, Sie können jederzeit mit uns reden. Warum sollte es Probleme geben? Ganz ruhig, Newman. Ich will nur helfen. Kommen Sie gut nach Hause. Der Typ ist seltsam. Der Typ ist seltsam. Aber er ist ja auch nur eine Simulation, ne? Das dürfen wir ja gar nicht vergessen. Die Frage ist, was für eine Simulation ist er? Was ist das hier für ein Kunstwerk? Wohin gehst du, wenn die Welt keinen Anfang und die Zeit keine Richtung hat? Tja, wohin gehe ich? Ach, guck mal, hier sind die anderen Räume, B01, B02. Da kommen wir an die gleiche Stelle raus. Ah, nee, an der, nicht an die. Ist egal. Tja, oh, wartet da jemand auf uns? Ich muss Richard diese Daten schicken. Diese mittlerweile allseits beliebte Pflanze, die war vorher nicht da, oder? Oder ich hab sie nicht... Warte mal, ich setz mich mit den Alten hier nochmal hin. Mr. De Palma, wie geht es Ihnen heute? Besser. Sehr viel besser. Sie sind weg. Die Schmerzen? Die Gedanken. Diese quälende Gedankenkaskade. Ich habe auch Gedanken. Ich meine, ich habe diese Aussetzer. Plötzlich falle ich in ein Loch und nichts erscheint mir mehr sicher. Das ist doch ein Segen. Sie können neu anfangen. Mhm. Haben Sie in der Klinik einen kleinen Jungen gesehen, 7 Jahre? Sie meinen John? Also haben Sie ihn getroffen? Interessanter Junge. Schon so viel weiter. Beinahe frustrierend. Weiter? Was meinen Sie, John ist viel weiter? Weiter worin? Mr. De Palma? Es ist Zeit für Ihre Lösung. Ich muss wieder rein. Viel Glück. Der ist auch komisch. Aber wahrscheinlich der einzige Dreh- und Angelpunkt, den man hier nutzen kann. Einen Dauerzustand des Entgleitens. Der Entgegenwärtigung. Konturlos. Minerva. Langsam treiben. Wie ein Fluss. Minerva, ist das nicht eine Göttin? Ohne Aussetzer oder Interferenzen. Ohne die Spur einer Eigenschaft. Einem Strom aus Nachkommastellen. Kann ich da hinten hin? Nee, ne? Nee, da hinten kommen wir gar nicht hin. Okay, ich fahr mal hier mit der Schwebebahn. Zum Infinity Plaza. Das ist alles sehr mysteriös. Das ist sehr, 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 sehr mysteriös. Bin ich hier richtig? Nee, bin ich nicht. Ach doch, in Liquid Sky war ich ja. Ich dachte schon, wir fahren da nochmal zurück. Denn ich glaube, hier wird nichts anderes sein. Nur das, was wir eingestellt haben, ist dann wieder da. Wir könnten wahrscheinlich auch jederzeit wieder hochfahren. Hier hatten wir ja den Agenten gefunden oder gesehen. So, okay. Dann werden wir mal gucken, was unser Junge macht, ne? Was ist er denn? Wo ist er denn? Oder ist er bei dem Doktor? Der schläft noch. Okay. Gut, dann laden wir mal einfach die Sachen in die Cloud hoch. Halt, erstmal wie immer. Schöner Blick. So, weiter geht's. Hm.
Scan abgeschlossen. Objekt-ID erkannt. Objekt erfolgreich gesendet. Objekt-ID erkannt. Januar 44, Sektor 56, Manhattan, Soho. Also vor 4 Jahren in New York. Was mir jetzt gerade so einfällt, ist der Unfall von Richard mit seiner Frau, als der Sohn geboren wurde, war 2040. Das heißt, es ist vor 8 Jahren gewesen. Das heißt, die Erinnerung, die jetzt erst bei Adam eingesetzt haben, ist der Unfall. Nein, verflucht. Das hier würde ich mal sagen. Das ist es noch nicht. Okay. Das? Okay. Das ist es noch nicht. So, fast. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Was ist das? Der sieht verdächtig aus. Okay. Hallo? Du musst Richard sein. Was? John? Aber was... Junge, was machst du denn hier im Cloud Call? Weiß Adam davon? Nein. Hör mal, das darfst du sicher nicht. Du wirst Ärger bekommen. Ich will nur mit dir sprechen. Aber klar, natürlich. Ich habe selbst einen Sohn. Er heißt James. Kann ich ihm Hallo sagen? Tja, weißt du, James und seine Mutter, sie sind gerade nicht da. Sind sie zusammen unterwegs? Ich glaube schon. Dann geht es James sicher gut. Ja, bestimmt. Wohin sind sie gegangen? Ich weiß es nicht genau. Vermisst du sie? Oh ja. Und wie... Ich vermisse meine Mom. Ja, ich habe schon gehört. Sie hat viel zu tun. John? Was machst du denn da? Ich wollte nur mit Richard sprechen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Und der macht das auch noch mit? Hey, hey, ganz ruhig. Er hat doch nur... Sie halten sich da raus. In dein Zimmer. Wir sprechen noch darüber. Oh. Oh. Unbekannt hat dir Daten geschickt. Nein. Schluss jetzt damit. Geh in dein Zimmer. Verdammt. Das Problem ist, John kann sich nicht verstellen. 2044. Sie haben neue Cloud Messages. Oh nein. Deine Eltern? Irgendwann musst du dich bei ihnen melden. Irgendwann. Ich muss jetzt meine Semesterarbeit fertig machen. Was? Nein, was? Was ist das? Das bin ich nicht. Das bin nicht ich. Hä? Hä? Was ist das? Source Sync. Target Sync. Oh, nicht, dass ihr Gedanken übertragt. Ist sie wach? Halbwach. Aber sie sollte uns nicht sehen. Irgendwas stimmt nicht. Oh, oh. Kann es sein, dass hier gerade Gedanken übertragen werden? Oder der Geist verschmolzen von einem zum anderen? Oh, oh, oh. Lass es einfach zu, Kleine. Was ist los? Hat sie Angst? Wovor soll sie Angst haben? Herzschlag ist gut, Blutzirkulation. Wir pumpen Nanoliquide in ihr Gehirn und sie fürchtet sich. Verstehe ich gar nicht.
Ich erhöhe die Sulpritdosis. Muss sowas wie Todesangst sein. Alles okay, Jeff? Der zieht automatisch rüber. Wenn jetzt was schief geht, wer von den beiden bekommt den Grabstein? Das Original oder die Kopie? Die mit den 40% des Gehirns oder die mit den 60%? Der Plan ist, Grabsteine abzuschaffen, Jeff. Das ist noch bevor er gegangen ist, richtig? Das ist im Kurtz Center. Da oben ist er auch, guck mal. Da oben ist er, da. Also da, wo das Auge hinguckt. Wehr dich nicht dagegen. Dir passiert nichts. Ich hoffe, Dr. Kurtz weiß, was er tut. Denn wenn nicht... Ich kann euch hören. Herr Gott, Ray. Tut mir leid. Wie läuft die Sitzung? Miserabel. Die Investoren wollen Ergebnisse. Oder sie knipsen uns bis Ende des Quartals die Lichter aus. Wie bitte? Ah, ich hasse diese Leute. Ich biete Unsterblichkeit und sie fragen nach dem Preis. 55%. Wer ist die Spenderin? Eine Studentin, Lydia Craig. Sie ist abgehauen. Obdachlos, kein Kontakt zur Familie, keine Freunde. Ihr Gehirn wird mit Fremddaten überschrieben und sie hat Angst. Rätselhaft. Hast du eine Frage, Jeff? Dieselbe wie gestern. Was passiert in Sektion 1? Jeff. Arbeiten wir an einer Super-KI? Ich kann dir nicht alles erzählen. Es ist zu wichtig. Du musst dich gedulden. Sicher. Wie lange höre ich mir das schon an? Wir werden die Menschheit verändern. Wir werden sie erlösen. Mhm. Erlösen? Wie denn? Ich sehe nur, dass wir Zombies produzieren. Und scheiß Roboter. Das ist doch krank, was wir hier machen. Die Menschheit ist krank, Jeff. Wir sind die Heilung. Oh. Trockenheit, Terror, Aufstände. Ein ewiger Rohstoffkrieg. Das sind keine Warnsignale. Das sind Symptome. Diese Welt ist schon längst unrettbar. Aber wir sind die Einzigen, die das anerkennen. Ja, ja, unfehlbar. Wir bauen ein Rettungsboot. Mhm. Ein Rettungsboot? Glauben Sie, dieser Arm war eine Rettung für mich? Als hätte ich Bleimuskeln. Eine chronische Sehnenscheidenentzündung. Wir scheitern an einer verdammten Prothese. Und jetzt machen wir Hirntransfers? Der Arm ist deine Schlamperei, nicht meine. Hey! Jetzt ist sie hellwach. Erhöhe Sulprit auf 90. Oh, es wird immer schwieriger, das zu halten. New York. Sollten wir nicht lieber abbrechen? Mach einfach die Augen zu. Der Aerotrain nach New York steht bereit. Das Boarding beginnt in Kürze. Sie haben neue Cloud Messages. Guten Tag, Miss Krake. Hier ist Herr Minsky vom Firthing & Sons Funeral Home. Oh. Nochmal wegen der Kosten für die Einäscherung Ihrer Eltern. Als letzte Hinterbliebene sind Sie, wie Sie bereits wissen, zahlungspflichtig. Wir gewähren Ihnen jetzt noch eine letzte Frist bis zum 12. Dezember. Danach müssten wir den Fall leider an unsere Anwaltskanzlei übergeben. Unseren Kontakt haben Sie und mein Beileid. Keine neuen Cloud-Messages. Die Türen werden geschlossen. Halten Sie Abstand. Und? Sie atmet. Sie hat's überstanden, Ray. Blutzirkulation, Herzfrequenz, alle neuronalen Muster wurden übernommen. Zellstruktur. Was? Was ist los? Ihre Zellen stoßen die Implantate ab. Heißt? Sie bildet Knoten. Im ganzen Körper. Glückwunsch, Doktor. Ihr Rettungsboot ist ein Tumor mit einer Lebenserwartung von 3,5 Jahren. Die Investoren werden begeistert sein. Jeff, seit wann so fantasielos? Das ist der Durchbruch. Die nächste Phase wird alle Probleme beseitigen.
Die nächste Phase? Ganz ruhig, Liebes. Keine Angst, okay? Wir machen nur noch ein paar Tests. Stellt sicher, dass sie sich nicht an uns erinnert. Und dann setzt sie in der Stadt aus. Jeff, boah, gemein. Kann ich kurz mit dir reden? Was war das? Das war der Transfer dahin, hä? Wochen später. Was ist das? Kenne ich das? Ich glaube nicht. Und hier sind wir ausgesetzt. Oh mein Gott. Okay, ich mache hier ein Folgenpäuschen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das muss man erstmal hier fassen und begreifen gerade. Denn so langsam tut sich hier was Unbeschreibliches auf. Ich hoffe, ihr hattet gefallen an den letzten 20, 25 Minuten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Firefox.